So, da sind wir dann auch schon wieder. Und ich überlege immer noch, wie wir dieses Rätsel hier schaffen. Also schaffen müssen wir es auf jeden Fall. Das ist ja irgendwie... Ah! Ist aber auch hier eine Grobmotoriker-Steuerung. Ja, ja, lauf! Ja, klasse. Nee, bleibst du gefälligst? So. Ah. Jetzt sieht das mit der Bombe doch schon gleich anders aus. Jetzt können wir hier nämlich gerade durchlaufen. Und hier kaputt machen. Ah je. Und da vorne ist dann auch schon das Geschenkpaket für uns. Und einen Damenhut? Ach Gott. Ja, von mir aus, der trägt ja noch keinen Hut. Ja, ich dachte, der trägt den jetzt. Hab ich wieder die falsche Taste gedrückt. So, und da sind wir wieder am Anfang. Jetzt wieder irgendwie in diesen Wirbel rein. So. Damit haben wir die Prüfung auch geschafft. Es gibt am Ende Bonuspunkte. In dieser Zone sind ja, ja. Skylander des Magie-Elements stärker. Und da ist er wieder. Du brauchst einen Luft-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Mein Gott. Mein Gott, und dabei heißt es immer, dass die Auto treffen. So, dann hauen wir das mal wieder rein. Ah, langsam nimmt die Burg doch Form, Mann. Oh, da hinten ist ein Dicker. Ja, das ist jetzt gerade kein guter Zeitpunkt. Ah, der Dicke ist schon tot. Die Dinger sind nervig. Na, geheilt sind wir eh. Machen wir nochmal hier unten alles kaputt. So, und dann holen wir uns den da oben mal. Stand da jetzt richtig schön in der Ecke. So, den letzten Schalter aktivieren. Hallo, Kumpels. Hallo, noch mehr Kumpels. Ach, das wird eine richtige Party hier. Partystimmung. Kommt her. Und die restlichen ballern wir jetzt einfach auf Fernkampf weg. Dann können wir hier nochmal die Schatztruhe mitnehmen. Und damit haben wir sogar mal zur Abwechslung alle Geheimnisse gefunden und alle geheime Kisten. Geheimen Kisten. Was gibt's denn hier? Hier gibt es jetzt noch so ein Uhrendings. Legendärer Schatz gefunden. Okay. Wir sind wirklich fleißig am Finden. Wir machen unsere Arbeit gründlich. So, dann den letzten hier mal reinholen. So, und da ist dann auch schon
Das Elementar-Dings hier, was wir suchen. Ach, hier vorne geht's weiter. Der Wirbel lädt, so Schaden kriegt er. Problem ist, wir sind hier nicht... Ah, eben. Na gut, jetzt ist er tot. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. War doch irgendwie klar. Hallo, Kumpel. Aber ist zumindest mal was anderes. Yay! Wie kommen wir jetzt hier durch? Wie komme ich da noch an dieses Ding dran? Gar nicht. Naja. Mal wieder jede Menge Geld hier. Ätzend. Der hat jetzt zumindest eine richtig schöne AE-Attacke. Aber man muss sagen, die Gegner hier sind ja auch noch nicht ganz so stark, wie sie eigentlich sein könnten. So, da haben wir auch unsere Begleitvögel wieder. Von hinten kommt es schon wieder hoch. So. Nee, also hier sehe ich jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie runterzukommen. Oder? Naja. Gucken wir später nochmal. Wir müssen hier wahrscheinlich öfters hin. Was war das denn? Ach, da unten die Dinger. Ja. Was? Die kämpfen ja schon. Das Blaue da ist, glaube ich, sowas wie der... Ah, ne. Gar nicht der Boss hier. Oh je. So, der Nummer 1 ist tot. Yay, auch er hat wieder einen Stufenaufstieg. So, das ist jetzt hier sowas wie der Endkampf, sprich jede Menge Trash-Gruppen, die da auf einen niederhageln. Um den da hinten, da lassen wir uns einfach mal die kleinen Vögel kümmern. Die können den Schaden abfangen. So. Essen wir mal was und das war's dann? Oder kommt noch was? Nee, es scheint so, als wär's das gewesen. Ja, guck mal, fast alles geschafft in unter 5 Minuten. Na gut, Seelensteine haben wir auch keine. Aber ansonsten noch eine schöne Ausbeute. Gut gemacht, junger Portalmeister. Du hast die ewige Luftquelle geborgen und dadurch mich, Leon, in diese Ruinen zurückgerufen. An diesem Ort herrscht starke Magie. Mit ihrer Macht verstehen es die ewigen Quellen, sich mit den antiken Maschinen dieser Insel zu verbinden, um den Lichtkern zu schaffen. Sieh nur.
Schau, Lord Chaos. Sie haben die ewige Luftquelle ich gefunden. Ich sehe selbst, dass Sie die ewige Luftquelle gefunden haben, du Idiot. Aber sieh mal, wer bei Ihnen ist. Ion. Aber wie ist das möglich? Er ist explodiert. Komm um. Ende. Aus. Aber sieh ihn dir an. Naja, wenigstens hat er keinen Körper mehr. Richtig. Also hilft ihm offensichtlich jemand. Aber wer? Und was führen Sie im Schilde? Tja, ich bin zwar kein Experte, wie du weißt, aber es muss noch einen Portalmeister geben. Sie stellen wahrscheinlich den Lichtkern wieder her. Was? Das dürfen wir nicht zulassen. Finde die anderen ewigen Quellen. Ist mir egal, wo sie sind. Finde sie! Was ein Trottel. Die ewige Luftquelle wurde in den Kern integriert. Sehr gut gemacht. Ja, wir kommen wirklich gut voran. Aber ich brauche etwas Zeit, um zu planen, wie es ab jetzt weitergeht. Sieh dich doch einfach mal am Hafen um. Eben hörte es sich so an, als ob da ein ziemlicher Radau ist. So, na dann gucken wir doch mal. Ich würde zuerst mal sagen, wir sammeln hier wie immer noch mal die Kohle ein, die hier liegen geblieben ist. Was ist denn das hier für ein Troxler? Wie wir nochmal sprechen? Ach, mit I. Ich habe nichts für dich, aber komm später nochmal vorbei. Oh Gott. Also ich sag mal, was die Charaktere angeht, ist dieses Spiel absolut kacke. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir von dem Geld auch was kaufen können. So, Fähigkeitenverbesserung. Fangen wir mal bei dem an. Also hier hätte ich dann... und sie brüllen auch... Aha. Mhm. Es werde Luftdrücke beim Fliegen. Macht mehr Schaden. Nehmen wir erstmal den. Mehr Schaden klingt gut. Da brauchen wir nicht fliegen. Ja, das sieht doch schon gleich powervoller aus. Jetzt gucken wir mal bei den anderen beiden, die wir gespielt haben. Ob wir da auch noch was verbessern können. Hm. Treibholz, lol. Nehmen wir mal Schlag. Ah ne, nehmen wir mal das hier mit den Eicheln. Lol. Voll die Stacheldinger. Und jetzt zum Schluss noch der gute Spyro. Spyro. Wollte man den auch sprechen. Ah. Angriffe reichen weiter. Oder wollen wir ihn fliegen lassen? Nein, wir nehmen jetzt auch hier... Ah. Ups. So, und dann gucken wir doch mal, was hier am Hafen los war. Wenn wir den Hafen finden. Ich glaube, er war hier. Falls du mich fressen willst, solltest du wissen, dass ich salzig bin und unheimlich viel Cholesterin habe. Falls du mich fressen? Ich bin auch salzig und fett. Na toll. Hol mich endlich jemand hier raus. Hol mich und ich jammer nach Hause. Eieiei, ich musste mit anhören, wie sich das Monster Rezepte ausgedacht hat. Mit mir als Hauptzutat. Brr, das ist schrecklich. Hilfe? Bitte, guck mal ins Schloss hinein, ob du die Stifte bewegen kannst. Ach, das hatten wir doch vorhin schon mal gemacht, das Schloss geöffnet. Jetzt hat sogar eine Bedeutung, aber das machen wir erst in der nächsten Folge.